Was heißt das jetzt für uns im Weinbau? Aufgrund des milden Wetters, was wir vorwiegend eben im Jänner, Februar und auch im März gehabt haben, waren wir großer Sorge, dass es heuer die Vegetation wieder etwas verfrüht beginnen wird. Daraufhin haben wir in der Landwirtschaftskammer Steiermark eine Empfehlung beim Rebschnitt hinausgegeben, Frostruten ein oder mehrere während des Rebschnittes zu belassen. Hier an diesem Weinstock können Sie eine Frostrute erkennen. Es gibt zwei wesentliche Vorteile für das Belassen einer Frostrute. Der erste Vorteil wäre einmal Verdoppelung der Augenanzahl und der zweite Vorteil ist Ausnutzung der Apikaldominanz des Rebstockes. Soll heißen, dass die oberen Augen der Frostrute stärker gefördert werden, als wie die Augen nahe der Basis und so die Augen nahe der Basis nicht so schnell austreiben, wie die Augen an der Spitze der Frostrute. Die Frostruten jetzt zu entfernen, würden wir noch nicht für sinnvoll erachten, da wir nicht ausschließen können, dass in den nächsten Tagen oder Wochen weitere Spätfrostereignisse eintreten können.